Dieser Anblick entzückt mich gar sehr. Aha. Okay. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Mit den entsprechenden Erweiterungen. Hearts. Ich weiß es nicht mehr. Blood and Wine auf jeden Fall und Hearth of Stone. So glaube ich war es, genau. Ja. Und wir sind hier immer noch mit dem kleinen Gretelchen unterwegs. Kommt gerade so ein bisschen komisch vor hier, aber wird in meiner Aufnahme alles gut. Ich habe nämlich mal beobachtet, dass diese Fehler immer nur auftreten, wenn ich meinen Computer hier an den Bildschirm angeschlossen habe. Das heißt, ich sehe die hier auf meinem Bildschirm. Aber ihr seht die nicht im Let's Play, weil OBS ja vom Spiel direkt aufnimmt. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr. Okay. Werde ich jetzt nicht mehr rumwundern, dass hier Fehler auftreten, sondern werde es einfach ignorieren. Weil man sieht es ja im Video, sieht man es nicht. Hast du Angst? Und du? Nein. Ach, Entschuldigung, gerade einen Burger gegessen, voll lecker. Und jetzt werde ich gleich gegessen. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Ich bitte dich, ey. War's schon? Ciri, ey, du bist echt. Tada! Hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja! Edgar, du kannst rauskommen. Hab ja auch vom Besten gelernt. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren. Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Immer mit der Ruhe. Gut. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Verstehe ich nicht. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen.
Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. So, so. Na dann. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Mhm. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Na dann mal los. Meine Tochter. Okay, das mit den, als sie noch klein war. Das mit den Ölen machen wir später mal. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Ja. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Mhm. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Okay, okay, okay. Du siehst ja fertig aus. Willst du dich nun umsehen oder nicht? Ja. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Ich sag ja, der hat seine Familie getötet. Das nehmen wir trotzdem mal mit. Kleiner Moment, hier gehen wir nochmal hin. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Okay. Also es scheint scheinbar irgendwas... Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt.
Die Wand sieht anders aus. Aber welches Bild? Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. So, müssen wir mal gucken. Ha, da. Da ist das Bild, oder was? Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Was sollen wir da einsetzen? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay, also weiter mit den Hexensinnen. Hexersinnen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ja, geh mal bitte weiter. Ich hab da gerade noch irgendwas. Aha, guck mal hier. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Ich sag's doch, der ist nicht ganz Taco, der rote Baron. Und hier unten, der blutige Baron, und hier unten ist. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Okay, gehen wir mal hier raus. Da den Hexersinnen hinterher. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Aha. Ja. So. Kann oft nicht so richtig gucken, wo ich eigentlich hin will, beziehungsweise kann ich nicht in die Richtung gucken. Das nervt ein bisschen, aber ich glaube, hier waren wir schon. Deswegen gehen wir hier mal raus. So, die bleiben ja auch noch. Klingt wie eine nilfgaardische Leiche. Aha. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Ich habe den Eindruck, dass wir hier irgendwie... Naja. Müssen wir jetzt nochmal mit ihm reden hier? Ja, ne? Genau. Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Okay. Ich habe ja so eine Vermutung. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt.
Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Nilfgaardische Leiche! Jetzt kann ich nicht nochmal mit ihm reden. Hätte ich aber gerne. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Gewinn will ich jetzt nicht spielen. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Okay. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Genau. So. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die Nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Sag mal. Jetzt gehe ich aber. Das ist mir hier ein bisschen, ne? So, tschüss. Bis dann. Und der erscheint hier einfach so, oder was? Der spawnt hier einfach mal so spontan. Hä? Ja, habe ich mich gerade auch gefragt. So, na dann gehen wir hier mal runter. Unter die Dunter. So, Wache des Barons. Die haben wahrscheinlich... auch nicht zu sagen. Schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Guck mal. Es geht weiter. Verpiss dich, sonst mach ich dich platt. Alter, halt bloß deine Backen, sonst werde ich hier mal ganz, aber ganz ein Unangenehmer werde ich dann. Zerbrochene Hake. Die kann ich hier nämlich dann mal... ne? Quer. Wenn du willst. Wie kann ich denn... warum kann ich denn hier? Also hier geht's auf jeden Fall lang. Hier sind die beiden lang gegangen. Und zwar auch beide, weil wir ja zwei Spuren sehen. Beziehungsweise zwei Geruchsspuren auflesen können. So, ich nehme hier nochmal alles mit, was ich... Lass mich in Ruhe! Ja, ist ja gut, ey. Hauptsache, du säufst dir hier ein. Es wäre mal ganz interessant, diesen Brief von... Ich habe irgendwie das Gefühl... Ist egal, ich werde nicht weiter drüber reden. Es ist doch gut. Kann man diese Tipps irgendwie ausmachen? Das nervt. Jedes Mal, wenn ich hier auf die Weltkarte komme, kriege ich wieder diese blöden Tipps. Es ist langsam echt genug. So. Bücher. Bestiarium braucht man nicht. Tutorial braucht man nicht. Charaktere braucht man nicht. Bücher. Okay, das sind... gut. Wir müssen in unser Inventar.
Das ist die hier. So, jetzt möchte ich bitte den Brief von... Das ist Jennifers Brief und das ist Brief an Jennifer und das ist Brief an Tamara. Das möchte ich mal lesen. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel, nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit. Gegen Perversion und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Aha. Ja, die sind schon sehr eng verbunden. Okay. So, naja. Ich bin gerade noch wieder nicht mehr zufrieden, aber was soll's. Hexersinne an und weiter geht's. Aha. Hallo. Hallo. Sag mal, kannst du mal... Ein altes Scheffel. Ein altes Schaffell. 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 Ja, manchmal sind so. Genau. Manchmal sind so Worte. Gibt es so Worte, die man sehr wenig gelesen hat. Und deswegen auch nicht gleich sofort in den Sinn kommen. So. Mich durch. Hier ist noch irgendwas. Aber ich komme nicht hin. Hier ist auch noch irgendwas. Ist noch irgendwo eine Truhe. Die möchte ich gerne suchen. Die möchte ich gerne suchen. Irgendwas ist hier verkehrt. Irgendwas ist hier verkehrt. Nee. Nee, die ist nicht hier. Gut. Na dann los. Lauf mal. Was haben wir denn hier noch? Fläschchen. Ja, ist doch gut. Zwergenschnaps. Nochmal Zwergenschnaps. Leere Flasche. Zwergenschnaps. Ich will Money, Money, Money machen. Mann, ey. Wasserflasche. Mann, jetzt hör doch auf. Ich drücke immer falsch. Servierplatte. Was der hier alles findet. Also, ich muss sagen. Irgendwas ist hier gerade wieder. Naja. So. Ja, wir ziehen gleich weiter. Ich weiß, das ist... beschwerlich, aber ich möchte das hier doch alles aufsammeln. Okay. Gut. Das war ausmachen, okay. So, hier verliert sich der Duft. Wie dem auch sei. Wir müssen hier auf jeden Fall wieder raus. Die sind ja alle ziemlich besoffen. Okay, hier sind wir auch wieder draußen. Gut. Super. Dennoch habe ich den Eindruck... Also wenn ihr jetzt nicht seht, dass es hakt, dann weiß ich auch nicht. Definitiv. Schöner Mond... Ich würde es ja irgendwie gern beheben, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich habe die Einstellung runtergedreht, es hakt. Naja, wir werden sehen. Oh.
aus zwei Teilen. Die alte vom Schwyz, es ist die mit der Zahnlücke. Keine schlechte Idee. Vielleicht haben wir hier gerade so eine Passage, wo es einfach ein bisschen... Ah, es geht gar nicht, ey. Es geht überhaupt gar nicht. Sag mal, ist hier irgendwie der Strom nicht an, oder? Aber das würde ich doch merken. Wartet mal. Doch, es ist alles an. Komisch, ich muss nachher nochmal in den Nvidia-Einstellungen gucken. Hier scheint irgendwas nicht ganz taco zu laufen. Also das hatte ich jetzt noch nie. Also nicht so schlimm. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Nee, haben sie nicht. Dann ärgert mich ja auch noch einer. Finde ich auch nicht schön. Gucken, wo Plötze herkommt. Wir müssen die Pferde tränken. Ja, tränken die Pferde? Nö. Plötze. Plötze. Ach da, guck mal. Da ist er doch. Also ich bin nachher gespannt, wie es in der Aufnahme letztendlich aussieht, im Video. Aber hier sieht es momentan echt grauselig aus. Naja. Komm jetzt. Nö. Nicht mit so einer. Ich versuche gerade nebenbei das ein bisschen zu beheben, weil ich ein bisschen in den Einstellungen rumfummel. Aber es ist nicht zu machen, leider. Da werde ich wohl gleich mal neu starten müssen. Das heißt, wir geben heute mal ein bisschen früher auf als sonst. Und vielleicht läuft das ja dann in der nächsten Folge etwas besser. Langsam, langsam. Ja, ja, komm. Ich steig mal hier ab. Das bringt gerade nichts mehr, ey. Boah. Also die FPS-Zahlen brechen gerade unglaublich ein. Ich sehe es hier gerade. Mann, 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 ey. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ja, es hängt. Ich habe es gerade gesehen. Und hier am Mauszeiger wieder nachhakt. Oh, das ist nicht wahr, ey. Das nervt richtig. Vielleicht werden wir uns einig. Wir handeln nicht, verdammte Scheiße. Wir wollen Rache, sonst nichts. Der hängt richtig hinterher gerade. Verpisst euch. Sofort. Na, mal gucken, ob ich jetzt hier noch kämpfen kann. Schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen? Alle zusammen! Jetzt! Das klappt doch nie! Stillgestanden, verdammt! Oh ja, wir machen das Grausen hier gleich aus. Ist mal was, und hau mal ab.
Hallo, Alter. Das geht so nicht. Es geht so nicht weiter. Das mache ich jetzt noch. Was ist denn hier nur los? Es lief doch bisher alles wunderschön. Ich kriege noch einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß auch gar nicht, warum er sich hier so abkämpft gerade. Ist doch alles in Ordnung. Der ist auch nicht zu heiß oder so. Kontrolliere ich ja auch immer mal die Kerntemperatur. Aber es ist alles in Ordnung. Naja. Probieren wir nochmal. So, da das jetzt hier gerade nichts mehr bringt. Würde ich sagen, das mache ich jetzt hier. Was willst du? Ja. Zu spät. Das wir sind zuerst. Ja. Verpisst euch. Sofort. Magier zahlen gut, was wir wohl für... Ja, los, komm. Reihe bilden. So, gucken wir mal. Das dürfte ich diesmal hinkriegen. Den hat's auch hingerafft. Aua, wo ist denn der? Ja, da brauchst du gar nicht. Das kannst du vergessen. Ja, man muss einfach nur mal vernünftig kämpfen. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrix' Freunde so aufgebracht hat. Aber ey, mal ganz ehrlich, das bringt nichts. Ich werde hier mal ausmachen und werde mir das mal angucken, was hier passiert ist mit der FPS, dass die so einbricht. Ich habe auch hier nichts im Hintergrund laufen oder so, sonst das würde vielleicht einiges erklären. Gut, trotzdem danke fürs Zuschauen, auch wenn es mal wieder beschissene Qualität war. Aber wir kriegen das hin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss!